Die chemische Industrie ist eng mit anderen Wirtschaftsbranchen vernetzt. Gemeinsam mit Kunden und Lieferanten lassen sich Fortschritte häufig am besten erzielen. Wie die Chemie nachhaltig in die Lieferkette wirkt, zeigen die Gewinner des diesjährigen Responsible Care-Wettbewerbs. Im CHT-Werk in Dusslingen darf nicht irgendwer durch die Schranke. Firmen, die wie hier einen Rohstoff anliefern und so mit CHT zusammenarbeiten wollen, müssen sich vorher einer Nachhaltigkeitsbewertung unterziehen. CHT analysiert die Lieferanten umfassend und bewertet so, ob sich Geschäftspartner ökologisch und sozial korrekt verhalten. Für das Projekt wurde viel Aufwand betrieben. Auf der Lieferantenseite können wir sagen, dass wir nach 3 Jahren Arbeit über 500 Lieferanten befragt und untersucht haben, bewertet haben, mit einem Ergebnis von immerhin 89% nachhaltige Lieferanten. Den hohen Ansprüchen will das Unternehmen auch selbst genügen. Gerade für verbrauchernahe Artikel wie Shampoos oder Kosmetik ist höchste Transparenz gefordert. CHT gibt seinen dafür eingesetzten Produkten einen Produktpass mit, der viele Infos über die chemische Zusammensetzung, Qualität und Umweltverträglichkeit enthält. Auf der Kundenseite sehen wir, dass unser QRPI-Zertifikat immer mehr nachgefragt wird, weil unsere Kunden ja selbst Angaben über ihre Produkte, Registrierungen und Anwendungen machen müssen. Dabei ist es eine große Hilfe, wenn sie von uns über ihre Rohstoffe schon diese Informationen geliefert bekommen.